Hallo und herzlich willkommen im Wohnzimmer. Fremdes Wohnzimmer. Ich habe mich hier eingeschlichen. Nein. Wir passen hier auf die Hühner auf. Falls man also im Hintergrund mal irgendwas gackern und krähen hört, dann sind es die selbrigen. Sehr cool, die Hühner. Sie haben netterweise sogar ein paar Eier für uns hinterlassen. Sehr lecker. So, zum Thema. Thema ist, es gibt eine interessante Reportage vom Bayerischen Rundfunk. So ein kleines Ding. Geht nur 4 Minuten irgendwas, verlinke ich euch unten und das solltet ihr euch bitte zeitnah, also sprich jetzt dann gleich, angucken, damit wir alle wissen, wovon wir reden. Und zwar gibt es mal wieder einen kleinen Streit zwischen Schützen und Nützen. Und interessanterweise ist es diesmal kein reiner Schützen- oder Nützen-Streit, sondern es ist diesmal ein nur Schützen- oder Schützen- und Nützen-Streit. Das ist neu. Das gab es so jetzt doch eher noch selten bei diesen beliebten Waldauseinandersetzungen, die ich hin und wieder ganz gerne mal kommentiere. Wir haben es hier zu tun mit dem Ebracher Forst. Der liegt im Steigerwald und das Ganze liegt im nördlichen Bayern. Jetzt mag der Mensch, der im nördlichen Bayern wohnt, vielleicht nicht mögen, dass ich nördliches Bayern sage, sondern ich soll lieber Franken oder was das jetzt auch genau immer jetzt gerade für ein Regierungsbezirk ist, sagen. Aber ich sage jetzt trotzdem mal nördliches Bayern, damit die Leute, die nicht aus Bayern sind, auch verstehen, was gemeint ist. So, und jetzt haben wir da eben das Problem, dass da wieder mal die Naturschützer auf die teilweise selbsternannten, teilweise sind sie es natürlich auch wirklich, auf die Bäume klettern und ganz laut brüllen, dass es nicht geht, dass man die Bäume jetzt fällen möchte. Ne? Wenn man einen Baum fällt, kann man ihn nicht mehr schützen. So, da liegen jetzt aus meiner Sicht größere Verständnisprobleme von Seiten A der Bevölkerung und B von Seiten der Naturschützer ein bisschen vor. Aus forstwissenschaftlicher Sicht ist gerade der Ebracher Forst das Paradebeispiel für den modernsten integrierten Waldnaturschutz, den wir irgendwo haben. Also zumindest in Bayern. Zumindest in Bayern ist das so das Vorzeigeobjekt schlechthin. Und da läuft es auch gut und da ist alles aus forstwissenschaftlicher Sicht ist da alles in aller bester Ordnung. Bisher hat sich da auch noch keiner beschwert, so in Anführungszeichen. So richtig viel Protest hat es nicht gegeben. Was allerdings versucht wurde, und das werdet ihr auch gleich in dem Filmchen sehen, wenn ihr den mal anguckt, ist einen Nationalpark draus zu machen oder halt ein sonstiges Schutzgebiet aus zumindest dem Hohen Buchener Forst, oder der heißt irgendwie ein bisschen anders, das habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, daraus zumindest ein Naturschutzgebiet oder in irgendwelcher Form komplett Prozessschutz unterliegendem Wald halt draus zu machen. Das ist auch nicht so ganz gelungen, aber jetzt an dieser Stelle dann bitte mal den unten verlinkten kleinen Film, der geht nur 4 Minuten irgendwas, angucken und während ihr den guckt, sitze ich da und sage nichts. Ihr guckt ja immer noch nicht. Los, guckt. Okay, ich mache einen Schnitt, aber dann guckt ihr wirklich. Okay, jetzt haben wir das Filmchen alle gesehen. Jetzt wissen wir, es gibt da einen Konflikt bezüglich dessen, dass da alte Buchen gefällt werden sollen. Gut, soweit erstmal verständlich. Ganz am Anfang von diesem Filmchen haben wir so ein paar Meinungen von scheinbar normalen Leuten vor Ort, Waldspaziergängern, ich weiß nicht, was das für Leute sind, das steht ja nicht dabei, beziehungsweise das sagen sie auch nicht genau, die das schade und schlimm und die meinen, das tut weh und so weiter und so fort. Gut, das sind erstens mal natürlich nur sehr kurze Zitate, da weiß man nicht, in welchem Kontext das jetzt genau gemeint ist, vielleicht ein bisschen ungünstig, wenn man so eine super Kurzreportage machen möchte. Immer schwierig mit Zitaten zu arbeiten, weil die kann man nur aus dem Kontext reißen und dann muss man halt den Reportagenmachenden halt glauben, dass das jetzt wirklich in diesem Zusammenhang dann auch gewesen ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das alles stimmt und alles mit rechten Dingen abgelaufen ist und alles wunderbar. Kann man ja nicht besser, wenn man wirklich nur eine 4-Minuten-Reportage macht. Ich finde dieses Reportaging in sich eigentlich auch gar nicht schlecht. Aus journalistischer Sicht ist es auch eigentlich ganz in Ordnung. Ne? Also will ich ja gar nicht dran rumnörgeln. So war das nicht gemeint. Aber ja, gehen wir mal erstmal zu der Meinung von diesen Leuten, die da schade finden, dass da alte Bäume gefällt werden und dass das wehtut.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Das geht mir auch ähnlich, wenn irgendwo ein alter Baum eben entsprechend gefällt wird. Das tut immer weh. Wenn man nicht nur Waldvermarkter ist, ne? Das gibt es ja auch so Leute, aber wenn man nicht nur das ist, sondern auch immer noch ein bisschen Waldfreund, dann tut das Fällen von Bäumen einem immer ein bisschen weh. Deswegen ist es halt trotzdem notwendig, weil irgendwo muss das Holz nun mal herkommen. So, und jetzt muss ich wieder gleich am Anfang, ich sag's gleich am Anfang, weil viele Leute haben schon 26.000 Mal gehört, das alte Killerargument rausholen, weshalb wir unbedingt Bäume fällen müssen in Deutschland, weil die Alternative darin besteht, entweder nur noch mit Beton zu bauen, mit Beton zu heizen, Stahlmöbel zu verwenden. Es gibt kein Substitut zu Holz. Holz kann man nicht durch irgendwas anderes vollständig ersetzen. Holz brauchen wir, werden wir immer brauchen und das ist auch gut so, weil Holz ist viel umweltfreundlicher als Baustoff, als zur Not auch Brennmaterial, als alle Alternativen. Ja, also da gibt es eigentlich nicht vieles, was Holz irgendwie das Wasser reichen könnte. Man könnte höchstens noch mit Bambus arbeiten, aber das funktioniert halt auch nicht in allen Bereichen, ist auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber ja, an Holz führt halt wirklich kein Weg dran vorbei. Synthetisches Klopapier beispielsweise hat auch noch keiner erfunden. Man könnte auch diese Recyclingrate vielleicht etwas verbessern, dass wir alle dieses schöne, graue, nicht so softe Klopapier verwenden, anstatt das super Flausch 18-lagig. Aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, wir brauchen immer noch Holz. Die Gesellschaft braucht Holz. Und wenn wir schon Holz brauchen, dann ist es, wenn man ein ganz kleines bisschen überregional denkt, immer am besten, das Holz von da zu holen, wo man gerade sitzt. Weil Holz ist schwer. Wenn man das über riesige Entfernungen herankarren muss, dann ist das nicht so besonders ökonomisch, ökologisch oder sonst in irgendeiner Form effizient. So, heißt, eigene Wälder antasten für den Holzbedarf, den wir Deutschen nun mal haben, ist einfach gerecht, logisch, konsequent, günstig und ökologisch. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn, jedes bisschen Wald, das wir hier haben, unter Schutz zu stellen und stattdessen ein Land weiter, sagen wir mal in Ostpolen, entsprechend sämtliches alles abzuholzen, was da irgendwie zu kriegen ist, weil Holz brauchen wir ja trotzdem. Ne? Das halte ich grundsätzlich immer für ein großes, großes, großes Problem. Nennt sich das Not-in-my-Backyard-Phänomen. Ich finde schon gut, dass man mit Holz baut, aber nicht die Bäume, die bei mir im Hinterhof stehen oder halt eben dann entsprechend im nächsten Wald. Sicher spielt das immer so ein bisschen eine Rolle. Und man darf ja emotional erstmal traurig sein, wenn ein alter Baum gefällt wird. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Ne? D'accord. Geht mir auch so. Aber wenn man dann halt stattdessen dann halt wirklich sagt, der darf nicht gefällt werden oder Bäume fällen ist per se immer scheiße oder böse oder sonst was, dann hat man halt nicht verstanden, dass ein gewisser Holzbedarf nun mal gedeckt werden muss. Es gibt keine Alternative, zumindest noch nicht. Wenn jemand eine Alternative findet zum Bäume fällen, dass wir überhaupt keinen Holzbedarf mehr haben als Gesellschaft, bitte gerne. Bitte in die Kommentare. Bitte so, dass ihr sämtliche Rechte an dieser Idee an mich abtretet, damit ich dafür die Lorbeeren einheimsen kann. Ha! So, das ist also das Erste, was wir mal im Hinterkopf behalten müssen. Forstwirtschaft ist einfach verflucht nochmal notwendig. Punkt. Ja? Ich hoffe, jeder, der so ein ganz kleines bisschen über den Tellerrand denkt, wird mir da in irgendeiner Form recht geben. Geht halt nicht anders. So. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, muss man unbedingt jetzt alte Bäume auch noch fällen, wenn sie doch schon so alt geworden sind? Und das ist hier wahrscheinlich so primär der Knackpunkt. Der eine oder andere, der sich jetzt mit der Thematik nicht sehr intensiv auseinandersetzt, wird sich einfach nur denken, das habe ich auch in den Kommentaren entsprechend gelesen, oh, da wollen sie Bäume fällen, das ist böse. Ja, klar, aber auf dem Niveau befinden wir uns hier ja nicht. Wir sind hier ja ein überdurchschnittlich gebildeter YouTube-Kanal, behaupte ich jetzt einfach mal. Also ihr, ne? Die Zuschauer, nicht unbedingt ich. Und das bedeutet, wir gucken uns das Ganze immer ein wenig differenziert an. Das bedeutet, stellen wir doch einfach erstmal die Frage, wann ist denn ein alter Baum ein alter Baum? Wie alt ist denn überhaupt alt? Naja,
Da können wir jetzt mal hingehen und gucken, was sagt denn da in dieser Fall die meisten Forstverwaltungen dazu, was haben die sich dann überlegt, ab wann denn ein alter Baum ist. Und da gibt es im Wesentlichen jetzt gerade insbesondere in Bayern und gerade im Ebracher Forst, um jetzt hier auf unser konkretes Beispiel einzugehen, gibt es zwei Möglichkeiten, wie ein Baum bis in alle Ewigkeit stehen bleiben können darf. Möglichkeit Nummer 1, es ist eine Buche, die älter als 180 ist. Und Möglichkeit Nummer 2, es ist ein sogenannter Methusalem. Es gibt nämlich ein Methusalem-Schutzprogramm, dass Bäume, die dicker, also es kommt auf die Baumart an, aber bei Buchen beispielsweise dicker als 80 cm, dann wird er zum Methusalem erklärt und dann darf er nicht gefällt werden, weil so alte Bäume, wenn sie mal so alt geworden sind, ohne gefällt zu werden, also übrig geblieben sind auf gut Deutsch, will man erhalten. Das hat nicht nur naturschutzfachliche Gründe, das hat auch wissenschaftliche Gründe und das hat sogar ertragsteigernde Gründe, weil man vermutet, dass man mit solchen alten Bäumen dann in irgendeiner Form vielleicht, das weiß man noch nicht hundertprozentig, aber da gibt es ja wirklich schon viele interessante Untersuchungen inzwischen zu dem Thema, auch das weltweite Netzwerk von Pilzfäden, also Mykorrhiza geschrieben, falls jemand das googeln möchte, dass man das halt eben damit auch noch unterstützen, erweitern und mehr intakt halten möchte, indem da halt einige sehr alte Methusalem-Bäume, die als zentrale Knotenpunkte dieses Netzwerks fungieren können, da sind. Das ist nur so eine Beispielüberlegung, hat noch viele andere Vorteile eben, einzelne alte Bäume da zu haben, auch als Samenbaum natürlich, als genetische Datenbank irgendwo auch, Speicherung von Genressourcen nennt man das dann, im laufenden Bestand die beste Art und Weise, da sowas dann zu erhalten. Und ja, das sind so alles so Vorteile. Gut, der Konflikt ist jetzt also im Wesentlichen der, dass hier jetzt alte Buchen gefällt werden sollen. Und wie wir am Ende von dem Filmchen gesehen haben, beziehungsweise gehört haben, glaubt da dieser eine Naturschützer, der da rumspringt, das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, rumspringen tue ich auch, wenn ich im Wald unterwegs bin, der glaubt wohl, die Forstverwaltung hätte da irgendwie rumgetrickst, um die Bäume künstlich jünger zu rechnen. Ich weiß allerdings nicht, mit welcher Methode er bitte besser wissen will, als die Forstverwaltung bzw. der entsprechende Forstbetrieb, wie alt da die Bäume sind. Das ist so mein großes Problem. Was für eine komische Tricksmethode soll denn das bitte sein? Also, wie stellt man denn mit fest, wie alt Bäume sind im Wald? Naja, man guckt nach, wann habe ich den Baum denn gepflanzt. So, und dann macht man seit circa 100 Jahren, seit mindestens 100 Jahren durchgehend, macht man alle 10 Jahre eine neue Forstbetriebskarte. Und in der Forstbetriebskarte muss man einfach nur hingehen und bei Beständen, die tatsächlich nicht gefällt worden sind, plus 10 Jahre entsprechend draufschreiben und dann gilt die neue Karte eben entsprechend wieder 10 Jahre. Und das nächste Mal, wenn dann wieder 10 Jahre rum sind, schreibst du dann nochmal 10 Jahre oben drauf. Dann nimmst du die alte Karte, 60 Jahre alt, nimmst du die neue Karte, 70 Jahre alt. Und das machst du immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter, immer von deinem Vorgänger. So, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in den letzten 140, 150 Jahren immer Leute gearbeitet haben da im Wald, die in der Lage waren, 10 auf die bestehende Zahl drauf zu addieren, dann weiß ich nicht, wo da der Fehler herkommen soll, dass die Bäume angeblich altkünstlich jünger gemacht worden sind. Ne? Schätzungen, wie alt ein Baum ist. Ich weiß nicht, mit welcher Methode diese Naturschützer da jetzt das Alter der Bäume bestimmt haben wollen. Aber alle Schätzmethoden, um ein Baumalter zu bestimmen, sind unglaublich unpräzise und gerade bei Starkholz, also alles über 60 cm, können diese Schätzmethoden locker mal 100 Jahre daneben liegen. Locker. Also es ist nicht mal im Ansatz präzise, selbst für die nur gewissen Zwecken dienenden wissenschaftlichen Ansätze, die manch ein Naturschützer hin und wieder mal rausholt, wenn er meint, dass es zweckdienlich sein könnte, selbst dafür ist es völlig ungenügend, mit irgendeiner, scheißegal welcher, Methode das Baumalter da schätzen zu wollen. Das geht nicht. Man kann ein Baumalter nicht schätzen. Also, warum diese Unterstellung? Wie will er das bitte beweisen? Woher will er wissen, wie alt die Bäume da wirklich sind? Dafür müsste er sie schon anbohren und dann eben entsprechend Jahrringe zählen. Das darf er nicht, das ist Sachbeschädigung.
Der Forst selber wird es auch nicht machen, weil der hat ja seine Forstbetriebskarten und weiß demzufolge vermutlich eben, wann diese Bestände ungefähr begründet wurden. Was man allerdings zugegebenerweise sagen muss, wenn das Buche ist, die aus Naturverjüngung stammt, dann kann es sein, dass sie tendenziell wirklich ein bisschen älter ist, als man es von den Karten her nachweisen kann, weil sie vielleicht eventuell eben halt schon vorher dagestanden sind und man nicht weiß, wie alt sie vorher schon waren. Aber folgendes, wenn das jetzt Buchen wären, die über 180 Jahre alt wären und damit Bestandsschutz besitzen würden, die magische Grenze, 180 Jahre, dann sind sie aber auch fast immer gleichzeitig Buchen, die auch 80 cm dick sind. Dann würden sie schon von allein vom Methusalem-Programm eben in den Bestandsschutz reinreichen. Eine 180-jährige Buche unter 80 cm Stammdurchmesser muss schon auf einem miesen Standort stehen. Ja, dass das wirklich so langsam gewachsen ist, unwahrscheinlich. Wirklich sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Da müssen irgendwelche Gründe für her. Und die findet man da nicht. Das ist eine Sandsteinkäuper-Geschichte, so ganz grob gesagt mal da in dem Forstrevier. Viele verschiedene Standorte, viele verschiedene Buchenwaldgesellschaften, die da eben entsprechend vorkommen. Sehr schöne Ecke. Ich war da auch mal auf Exkursion und habe mir genau diese Wälder, um die es geht, auch mal persönlich angeguckt. Ich weiß also, wovon wir sprechen. Und ja, sehr vielseitig, tolle Sache. Tendenziell vielleicht nicht die allerbesten, aber doch durchaus gute Buchenstandorte. Die Buche kann im standörtlichen Mittelbereich ohnehin überall ungefähr gleich wachsen. Da ist dann die Standortabhängigkeit gar nicht mal so groß. So, und wenn wir jetzt diesen okayen, mindestens okayen, bis ganz guten Buchenwäldern irgendwie 8 Vorratsfestmeter pro Jahr einen Zuwachs unterstellen, was durchaus ein unten angesetzter realistischer Wert ist, dann hätten die auf jeden Fall nach 180 Jahren zumindest mal fast die 80 cm erreicht. Zumindest mal fast. Gut. Und jetzt diese fragwürdigen Buchen, die jetzt zusätzlich gefällt werden, die jetzt gefällt werden sollen, das sind alles Dinger, die sind nicht wirklich an der 80 cm Grenze eben entsprechend dran. Man kann so alte Buchen über 80 cm, das ist nochmal ein Grund, weshalb man sagt, man lässt sie stehen, ohnehin kaum noch transportieren, weil die einfach unglaublich schwer sind, die Stämme. Buche ist ein sehr hartes, sehr schweres Holz. Und man kann es auch kaum noch vermarkten. Kaum jemand hat eine Sägemaschine auf gut Deutsch, die 80 cm dicke Buchen noch verarbeiten kann. Deswegen eine ganz spezielle Sache und das kann man dann wirklich guten Gewissens im Wald stehen lassen. Es ist also einfach erstmal wahnsinnig unwahrscheinlich, dass das wirklich da getrickst wurde, was das Baumalter angeht, kann ich nicht erkennen. Außerdem, warum sollte man dann da jetzt anfangen tricksen? Ich meine, damals denjenigen, die Buchen stehen gelassen haben, denen ist das wurscht gewesen. Die haben sie trotzdem stehen lassen. Denen war auch egal, wie alt die jetzt konkret sind. Die haben sie stehen lassen, weil sie wollten, dass da ein paar alte Buchen rumstehen. Okay. Jetzt, liebe Mitmänner. Wir Männer, wir neigen doch dazu, den Fisch immer größer zu machen. Wir gehen doch nicht hin als derjenige, der das Glück hat, in seinem Arbeitsbereich besonders tolle Exemplare von was auch immer rumstehen zu haben, besonders alte, besonders große, besonders starke, dann gehen wir doch nicht hin und behaupten, die wären deutlich jünger. Wenn Alter doch was ist, womit man angeben kann. Oh, guck mal, ich habe 100 Jahre alte Buche. Oh, am Stammtisch, ne? Försterstammtisch. Ja, also einfach von der Psychologie her kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand absichtlich seine Bäume jünger macht. Nein, man will da ja wirklich, das ist doch was, ne? Wir Männer, wir kennen uns doch. Wir brauchen das doch. Wir müssen doch, ja, meine Buchen sind die dicksten. Das findet auch wirklich statt unter Förstern. Ne? Wer hat den schönsten Wald? So ein bisschen natürlich, jetzt in abgewandelter und abgeschwächter Form, aber so zumindest intern gibt es da schon so kleine Überlegungen in diese Richtung. Warum 180 Jahre? Hat man halt immer irgendwann mal so festgelegt. Bitter, jetzt auch gerade im Fall von unserem konkreten Beispiel, ist allerdings natürlich Fälle, in denen man 179-jährige Buchen noch fällt. Weil das darf man
Und die Grenze ist ja dafür da, dass man halt irgendwann mal wirklich gesagt hat, ja, das ist die Grenze, Punkt und fertig, aus. Irgendwo muss sie ja sein. Und irgendwo muss man die Grenze auch wie mit dem Messer eben entsprechend schneiden, weil man nicht sagen kann, ja, bei Buchen über 140, da schauen wir mal, da müssen wir mal gucken, und bei über 150, da müssen wir auch noch mal ein bisschen mehr gucken, und sondern man hat halt wirklich strikt gesagt, 180 bleibt stehen, jünger kommt weg. Also darf genutzt werden, nicht kommt automatisch weg. Das wäre natürlich dann auch wieder Quatsch. So. Natürlich tut es dann weh. Das tut dann halt wirklich weh, wenn 179-jährige Buche dann rausfliegt. Inwiefern das jetzt bei den da markierten Buchen, 1000 Stück sollen es sein, wirklich 179-jährige dabei sind, viele sind es nicht, mit Sicherheit nicht. Das ist auch, ja, das weiß man nicht. Ne? Nichts Genaues weiß man nicht. Kann schon sein, dass ein paar dabei sind. Sage ich jetzt einfach mal, damit wir ein bisschen neutral bleiben, und tun wir einfach mal so, es wären ein paar dabei. Gut. Das heißt, wir fällen hier vergleichsweise alte Buchen. Ist das jetzt böse? Muss man das jetzt unbedingt unterbinden? Muss man da jetzt ein Naturschutzgebiet draus machen oder ein Totalreservat, nennt man das dann eben entsprechend, wo sämtliche forstwirtschaftlichen Fellarbeiten unterbleiben müssen in diesem Gebiet, ne? Weil wir da ja noch so viele mittelalte Buchen haben. Gut, jetzt hole ich mal noch ein bisschen weiter aus, weil das ist ein spannendes Thema. Der Ebracher Forst ist Bayerns Paradebeispiel für modernen, integrierten Waldnaturschutz aus forstwissenschaftlicher Sicht. Das heißt, da haben sich die Forstwissenschaftler und eben entsprechend die BASF, also die Bayerische Staatsforsten, und die Verwaltung der Bayerischen Staatsforsten, haben sich alle zusammengesetzt und haben sich eben dieses Konzept überlegt. Daran darf kritisiert werden aus wissenschaftlicher Sicht, daran wird auch kritisiert aus wissenschaftlicher Sicht. Als ich da zu Exkursionszwecken gewesen bin in diesen Wäldern, da wurde eher nicht in die Richtung, das ist zu lasch, wir brauchen mehr Naturschutz, argumentiert, sondern da wurde mehr in die Richtung, das ist viel zu viel Naturschutz, das braucht kein Mensch, argumentiert. So gesehen handelt es sich hier wirklich um eins der am besten geschützten, mit den höchsten Naturschutzansprüchen ausgestatteten Waldgebiete Bayerns. Ja, um das, nicht nur um eins. Das ist wahrscheinlich wirklich das krasseste und das Musterbeispiel, eben wie man Naturschutz trotz Nutzung eben integrieren kann. So denkt man zumindest bisher. Jetzt muss man doch dazu sagen, besagtes Projekt, das läuft jetzt seit roundabout von mir aus 10 Jahre, sind es nicht ganz, hat man sich das so entsprechend überlegt, und das ist für Waldzeitabläufe natürlich viel zu kurz, um jetzt zu sagen, ob das funktioniert oder nicht. Aber jetzt zum ersten Mal, seit man sich das Konzept eben so überlegt hat, stehen jetzt die ersten großen Fellarbeiten in dem Bereich an, wo es halt ein bisschen wehtut. Und vielleicht hat die Bevölkerung, das ist jetzt meine Theorie, nicht ganz kapiert, wie eben in diesem schützenswerten Wald der Naturschutz jetzt ablaufen soll. Es ist nämlich ein neues System. Es ist nicht das klassische, das man seit den, ja, spätestens seit den 60er Jahren recht intensiv betrieben hat. Käseglocken drüber. Ja? Also heißt, wenn irgendwo was ist, was selten und schön ist, Käseglocke drüber, jetzt ist es geschützt. Jetzt bleibt es bis in alle Ewigkeit erhalten. Was Quatsch ist, Natur ist Wandel, Natur ist nicht konservierbar. Man kann kein Ökosystem immer im gleichen Zustand halten, und schon gar nicht, wenn man einfach nur eine Käseglocke drüber macht. Also ne, ein Verbotsbereich, hier darf jetzt keiner mehr rein und keiner darf da mehr irgendwas tun. Dann macht die Natur, was sie möchte, und das bedeutet ebenfalls Wandel. Auch dann werden die Bestände alt, brechen irgendwann zusammen, dann kann der Borkenkäfer kommen und alles weg kahl fressen. Es kann der komplette Bestand zusammenbrechen und wir haben da eine Wiese. Das wäre dann der Schutz des Waldes gewesen. Ne? Das sieht allerdings interessanterweise in den meisten Fällen, na, manchmal wird es auch kritisch gesehen, wenn man zum Beispiel gegen den Nationalpark ist, dann findet man das ganz furchtbar, wenn der Borkenkäfer kommt. Aber ja, das wird dann weniger kritisch gesehen. Aber Waldschutz ist das dann auch wieder nicht. Das ist dann ein Prozessschutz irgendwo. Prozessschutz ist so das große Schlagwort, die große Revolution vor der, die jetzt vielleicht eventuell noch kommen könnte, war also so das Nonplusultra der Naturschutzarbeit, die man hat machen können,
vor 10 Jahren, so ungefähr, dass man sagt, wir wollen hier jetzt den Prozess schützen. Sämtliche Nationalparke, die wir in Deutschland haben und auch im entsprechenden Ausland, auch die Schweiz, der Schweizer Nationalpark, das sind alles Prozessschutz-Nationalparke. Das heißt, da soll die Natur machen dürfen, was sie von sich aus gerne tun will, und das wird dann akzeptiert. Und wenn dann halt von sich aus der Wald zusammenbricht und was anderes hochwächst, dann wird das akzeptiert, weil das ist ja von der Natur so gewollt. Und das bedeutet, wir dürfen zwar als Besucher hin und wieder mal auf einzelnen Wegen durchspazieren, aber mehr dürfen wir da auch nicht, und eingreifen ist halt eben nicht erwünscht in solchen Großraumschutzgebieten. Gut. Jetzt sind wir wieder bei diesem Filmchen, was wir uns eingangs angeguckt haben. Und da wurde ja mal überlegt, ob man da nicht einen Nationalpark draus machen kann aus diesem entsprechenden Bereich des Steigerwalds. Dazu muss man wissen, damit ein Nationalpark ein richtiger Nationalpark ist, muss er 10.000 Hektar groß sein. So, der entsprechende Forstbetrieb, um den es da geht, insbesondere der Bereich mit den alten Buchen, der ist... Na, sagen wir mal, mit Randgebiet und allem drum und dran, dann ist der 2000 Hektar groß. Ne? Inklusive entsprechende Randpufferzone und so weiter und so weiter. Sagen wir einfach mal. Ist grob, recht optimistische Schätzung. Es ist wahrscheinlich eher weniger. Jetzt fehlen uns noch 8000 Hektar anderer Bereich, der in irgendeiner Form für diesen Nationalpark zur Verfügung gestellt werden muss. Woher soll der bitte kommen? Deswegen ist es saumäßig schwierig, irgendwo jetzt noch einen Nationalpark hinzustellen. An den Orten, wo es noch einigermaßen ging, Nationalparke hinzustellen, gibt es sie inzwischen. Gerade Bayern muss, was Nationalpark angeht, sich nicht verstecken. Die haben sogar 2. Die meisten Bundesländer, mal abgesehen jetzt von den ans Wattenmeer angrenzenden, haben meistens nur einen. Inzwischen gibt es kein Bundesland mehr, das gar keinen mehr hat. Selbst das Saarland hat noch ein Stückchen abbekommen von Rheinland-Pfalz nebendran. Und jeder hat jetzt einen. Manche haben 2, wie Bayern. Ne? Und Bayern hat 2 große. Bayern ist zwar auch groß, aber trotzdem kann man eigentlich... Ja, mehr Naturschutz ist per se eine gute Sache, klar. Aber ich kann schon verstehen... Ich habe wenig Verständnis für die bayerische Regierung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in dieser einen Sache habe ich ausnahmsweise dann schon mal ein bisschen Verständnis, dass das eben von der Regierung gecancelt wurde, dass man da nicht noch einen Nationalpark eben entsprechend haben möchte. Nationalpark einfach nicht umsetzbar, weil Fläche viel zu klein. Ein Mini-Nationalpark, das ist im internationalen Recht nicht vorgesehen. Da müsste man halt wirklich irgendwas eigenes Deutsches draus machen, aber das wäre dann kein Nationalpark. Deswegen ist diese Idee mit dem Nationalpark von vornherein schon vom Tisch, einfach zu wenig Flächen da. Dazu kommt noch erst schwärmend dazu, klar kann man jetzt als Kern diesen Buchenwald nehmen und da drum wirklich einen Kreis ziehen, der 10.000 Hektar hat. Das kann man schon machen. Da müsste man die Leute, die drumherum in diesen 10.000 Hektar wohnen, eben entsprechend enteignen, weil das ist ja jetzt Nationalpark. Dafür fehlt völlig die Begründung. Das kriegst du nicht umgesetzt politisch. Unglaublich unwahrscheinlich, dass das ginge. Und selbst wenn man drumherum so viel Staatswald hätte, also Wald, der Bayern gehört, mit dem Bayern mehr oder weniger problemlos einen Nationalpark bilden könnte, wenn Bayern das möchte, also die Regierung, ne? Das sind so klein zerstückelte Gebiete immer mal wieder. Das ist ja nicht ein riesen zusammenhängendes Gebiet. Und aus so kleinen Fetzelchen sich ein Nationalpark, wo zwischendrin immer mal wieder kein Nationalpark ist, wo du, wenn du geradeaus spazieren gehst, herzlich willkommen Nationalpark, auf Wiedersehen Nationalpark, 100 Meter weiter, herzlich willkommen Nationalpark, 100 Meter weiter, auf Wiedersehen Nationalpark oder sowas. Das ist völlig lächerlich und absolut nicht umsetzbar. Also die Idee, da Nationalpark zu machen, auch wenn diese Buchenwälder durchaus, da bin ich völlig von überzeugt, taugen würden für einen Nationalpark. Es fehlt drumherum einfach an weiterer Fläche. Ein Mini-Nationalpark ist keiner, das geht nicht. So, das nächste war dann, dass man dann ja gesagt hat, okay, aber dann mache ich jetzt mindestens hier einen schützenswerten Landschaftsbestandteil. Ne? Also irgendwas, was so nicht gefällt werden darf. Und jetzt ist das Verwaltungsgericht, das das aufgehoben hat, dass da eben dieses schützenswerte Gedöns sein muss, da sitzen jetzt auch nicht nur Idioten drin. Ne? Das klingt jetzt erstmal so, blödes Gericht, habt ihr keinen Sinn für Naturschutz und so weiter und so fort.
es ist nicht so, dass es da kein Naturschutzsystem gibt in diesem Wald. Es gibt da, das habe ich schon erwähnt, das Vorzeige integrierte Naturschutzsystem in Bayern, was es im Wald überhaupt gibt. Das beste, ambitionierteste und größte. Das war schon da. Man muss da nicht noch zusätzlich, also das ist jetzt meine Meinung, ich weiß nicht, wie die Richter das gesehen haben, aber es könnte sein, dass sie es so ähnlich gesehen haben, noch zusätzlich noch mehr Naturschutz drüber schmeißen, wenn es doch schon ein gutes, durchdachtes, integriertes System eben entsprechend gibt. Gut. Und was ist jetzt dieses neue, moderne, fancy, integrierte Naturschutzsystem, das ich da dauernd andeute? Käseglocke drüber haben wir gesagt. Ne? Prozessschutz, Käseglocke haben wir auch gesagt. Also das sind so die Entwicklungen. Die völlig unkoordinierte Käseglocke. Wir machen mal die Käseglocke drüber, keiner darf mehr rein. Und wir machen ansonsten, versuchen wir das alles so zu gestalten, dass es möglichst natürlich aussieht. Altes System, Quatsch, ist abgehakt. Prozessschutz, Käseglocke, alles darf sich so entwickeln, wie es von Natur aus möchte. Das ist eine gute Sache. Das ist auch nach wie vor eine gute Sache, aber das braucht große Flächen. Wenn die Fläche nicht groß genug ist, dann hilft diese Käseglocke auch nicht, weil zu kleine Flächen haben viel zu viel Randrauschen vom nicht geschützten Bereich nebendran. Es interessiert ja das Reh nicht, es kennt ja nicht die Grenze von seinem Schutzgebiet, in dem es nicht geschossen wird. Sobald es über die Grenze rennt, ist es weggebügelt, beispielsweise. Es weiß auch nicht der Specht, wo er jetzt hinfliegen darf und wo nicht. Und auch die Wildkatze weiß nicht, wo sie jetzt da raus, ob sie da rein oder raus oder ob sie jetzt gerade drin ist, wenn sie ihre Höhle anlegt oder nicht. Das ist, es müssen richtig große Gebiete sein, dass auch wirklich gewährleistet ist, dass vor allen Dingen mobile Bestandteile der Natur, also auf gut Deutsch Tiere, sich da drin auch im Rahmen ihrer normalen Habitatsgröße bewegen können. Deswegen diese 10.000 Hektar ist das Minimum. International sind Nationalparke viel, viel, viel größer als 10.000 Hektar. Das ist jetzt die Anpassung an Länder wie Deutschland, die einfach keinen Platz haben, um Riesennationalparke anzulegen. Das geht bei uns nicht. Gut, aber an sich kann man selbstverständlich, und das weiß auch die Urwaldforschung, das weiß die Nationalparkforschung, ab 10.000 Hektar sehr tolle, schützenswerte Urwälder von morgen anlegen. Das geht. Aber die gibt es ja schon in Bayern, wie gesagt, zweimal. Einmal Berchtesgadener Nationalpark, Nationalpark Berchtesgaden und Nationalpark Bayerischer Wald. Beides sehr sehenswert, beides sehr schöne Naturräume, da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen und sich da mal ein bisschen was angucken. So, was man versucht im Steigerwald, ist ein drittes System. Ne? Und zwar schützen und nützen. Habe ich jetzt ein paar Mal erwähnt, jetzt erkläre ich es. Wir nennen das auch gerne Mosaik- oder Trittstein-Naturschutz. Es gibt in diesen Wäldern kleine Bereiche, da gibt es tatsächlich richtig alte Buchen. Da gibt es keine 300-jährigen Buchen, wie dann hin und wieder mal in den Medien behauptet wird. Die gibt es da nirgends, das wäre schön. Zumindest bezweifelt der entsprechende Forstbetrieb, dass er da irgendwo 300-jährige Buchen hat. Und wenn jetzt irgendwie mal wieder Greenpeace durch den Wald rennt und irgendwelche völlig abstrusen Schätzungen, wie alt die Bäume sind, anstellt und damit demjenigen, der Organisation, die den Wald seit 200, 300, 400, 500 Jahren bewirtschaftet, sagen möchte, dass sie jetzt, weil sie gerade einmal durchgerannt sind, besser wissen, wie alt die Bäume sind, ist halt einfach auch ein bisschen lächerlich irgendwie. Also kann ich nicht ganz nachvollziehen. Nur weil es Staatsforsten sind, sind die bayerischen Staatsforsten nicht automatisch alle blöd. Ne? Da arbeiten nicht nur, erstmal nicht nur Beamte, gar nicht, inzwischen fast schon kaum mehr. Und außerdem, ja, die Leute haben alle Wald gelernt, die da eben entsprechend eingestellt werden. Das sind schon Menschen, die sich da mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Das sind nicht irgendwelche, universal bisschen studierte Naturschützer, ne? Sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich will jetzt den klassischen Aktivisten-Naturschützer, der im Rahmen von Greenpeace durch den Wald rennt, nicht zu schlecht machen. Die tun ja auch viel Gutes in anderen Teilen der Welt. In Deutschland suchen sie meistens. Also ich habe noch nicht erlebt, dass sie in Deutschland mal zu viel gut waren. Na, manchmal vielleicht, ein kleines bisschen. Aber sie schießen oft übers Ziel hinaus. Meine Meinung, nur meine Meinung. Ne? Gut. Jedenfalls, dieses neue System sieht halt eben vor, dass wir
kleine Inselchen anlegen, die für ein Großschutzgebiet natürlich viel zu klein sind. In so einer kleinen Insel allein kann sich nicht diese enorm hohe Artenvielfalt, wie man sie zum Beispiel in einem Nationalpark bekommt, einstellen. Das geht nicht. Aber was man machen möchte, ist viele entsprechende kleine Inseln anlegen und dazwischen nochmal noch kleinere Inseln. Und je nachdem, in welchem Bundesland man ist, heißen die dann Biotopbaumgruppe. Nennen wir sie einfach mal Biotopbaumgruppe. Und diese anderen Dinger, die nennen sich dann Waldrefugium oder Biosphärenreservat. Tja, will mir uns verrecken nicht einfallen, wie die Dinger heißen. In Bayern Naturwaldreservate. In Baden-Württemberg Waldrefugien, in anderen Bundesländern dann nochmal anders, aber das reicht für unseren Zweck. Ich rede jetzt einfach immer von Waldrefugien, was das gleiche ist wie Naturwaldreservate. Ne? Nennen wir sie jetzt einfach mal, in Baden-Württemberg heißen sie so, Waldrefugien, die etwas größeren Dinger. So, die größeren Dinger, die sind dann so ein paar Hektar groß. In diesen paar Hektaren soll nichts gemacht werden. Heißt, auch da entsteht kleinräumig der Urwald von morgen, hat aber Randeffekte natürlich drin vom Wirtschaftswald nebendran. Weil direkt nebendran, wo die Grenze von diesen Refugien eben zu Ende ist, wird ganz normal Forstwirtschaft betrieben und entsprechend auch Bäume gefällt. So, im Refugium nicht. Da wird gar nichts gemacht, außer vielleicht noch irgendwelche Verkehrssicherungsmaßnahmen, dass halt einem keiner Baum auf den Kopf fällt, wenn er auf dem Weg dran vorbeiläuft. Im Bestand selber, und das habt ihr sicher auch schon gesehen, wenn ihr im Wald unterwegs seid, gibt es dann oft auch Hinweisschilder, die eben auf ein Refugium oder auf irgend so ein ähnliches Wort eben entsprechend hinweisen. Und da steht dann immer drauf, Achtung, hier ist mit erhöhtem Astschlag mit runterfallenden Ästen und sonst was zu rechnen. Das macht man einfach nochmal aus Sicherheitsgründen, weil da halt wirklich kein Schwein irgendwelche pflegerischen Eingriffe drin macht. Und natürlich ist dann das Risiko, dass da irgendwelche Äste runterfliegen, tatsächlich höher. Das soll der geneigte Waldbesucher halt wissen, wenn er da drin rumlatschen möchte. So, schön für uns als geneigter Waldbesucher ist, diese Refugien sind keine staatlich, amtlich, gesetzlich geschützte Fläche, sondern die werden vom jeweiligen Forstbetrieb freiwillig eingerichtet und der sagt freiwillig, ich mache da nichts mehr. An der entsprechenden Stelle soll es im Idealfall schon bereits alte Bäume geben. Hat man da halt keine alten Bäume, muss man halt so eine Stelle irgendwo mal einrichten, wo noch keine alten Bäume sind. Noch nicht. Aber man kann an der Stelle trotzdem auf die Nutzung verzichten, in dem Moment, wo man das eingerichtet hat, und dann entwickeln sich da relativ schnell recht wilde Strukturen. Relativ schnell halt 50 Jahre. So. Wie gesagt, zwischen diesen großräumigen Dingern gibt es dann diese Biotopbaumgruppen. Die sind gedacht als Trittstein, damit jetzt zum Beispiel ein Schwarzspecht, der in Refugium A wohnt, über Biotopbaumgruppe 17, 18, 19 und 20 ins Refugium B rüberspringen kann. Und in den jeweiligen Biotopbaumgruppen, das sind dann wirklich nur ganz kleine Bereiche, ein wesentlicher alter Baum, drumherum noch ein paar andere, die dann ebenfalls irgendwann mal abstäben dürfen. Und über diese Bereiche, die der findet, weil der Schwarzbecht ist ja auch kein Idiot, der weiß ja, wo er was zu essen findet, so die Theorie, ne? Soll er dann ins nächste Refugium kommen, um zum Beispiel zum Zwecke der Paarung, nehmen wir mal an, er wohnt im Refugium A und fliegt mal zum Zwecke der Paarung in Refugium B und irgendwann kommt der Nachwuchs auf Refugium B rüber in Refugium A und dann haben wir in beiden irgendwie so zwei Schwarzbechtspärchen und dann kommt noch einer aus C rüber und aus D und irgendwer fliegt nach H und damit haben wir dann auch einen gewissen Genaustausch. So die Theorie. Klingt gut, finde ich. Klingt sogar ganz hervorragend, finde ich. Ob das funktioniert, weiß kein Mensch, weil das ist ein neues Konzept. Wie gesagt, neu. Hätte aber halt eben den Vorteil, dass man nicht riesige Flächen Wald stilllegen muss. Man kann weiterhin Holz produzieren, weil wir Holz eben entsprechend brauchen. Und man integriert trotzdem eine höhere Artenvielfalt in den Wald mit eben diesen Kleinflächen, als man es in einem Standardwirtschaftswald ohne solche Kleinflächen hätte. Was man aber auch wieder zugeben muss, man erreicht mit diesen Trittsteinen nicht die Artenzahl eines Totalreservats großer Fläche, also eines Nationalparks ab 10.000 Hektar. Das tut's nicht. Aber nach den bisherigen Forschungsergebnissen
ist der Unterschied in der Artenzahl gerade mal so irgendwas zwischen 15% und 20%. Also mit einem Minimum des Aufwands, mit einem Minimum des Nutzungsverzichts, der ökonomischen Kosten, die das Nichtnutzen eines Waldes, weil es ein Totalreservat ist, mit sich bringt, wirklich nur ein Minimum dessen, kann man immerhin 80% der Artenzahl eines Totalreservats, mindestens 80%, erreichen. Und das klingt erstmal sehr, sehr verlockend und sehr, sehr, sehr vielversprechend. Und das konkrete System, was jetzt da im Steigerwald angewendet wird, hat halt irgendwie sowas um die, lass mich lügen, knapp 700, 800 Hektar solche Totalreservate, bestehend eben aus diesen paar Refugien, die heißen in Bayern anders. Ich weiß, mir fällt es gerade nicht ein, ne? Ich schreibe es euch unten nochmal hin. Hat ein paar dieser Biotopflächen, Biotopbäume, dieser kleinen Trittsteinchen und hat vor allen Dingen, und das ist auch sehr, 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 sehr wichtig, viel geschützte Waldränder. Also sprich von Waldrand bis in den Wald rein 15 Meter und diesen Streifen, diesen Waldrand, das will man auch noch ausbauen, dass gerade die Waldränder eben entsprechend geschützt werden sollen. Das ist dann auch wieder ein besonders geschützter Bereich, wo forstlich nichts gemacht werden soll. Gerade Waldränder sind ökologisch unglaublich wichtig. Gerade Waldränder haben somit die höchste Artenzahl im kompletten Wald, weil es halt so ein Übergang ist von verschiedenen Biotopstufen. Ein natürlicher Waldrand, der hat erstmal, also sagen wir mal, einen Wiese-Wald-Übergang. Dann haben wir Wiesenarten, die nicht so viel Licht brauchen, die dann etwas näher am Wald stehen, die aber nicht konkurrenzkräftig sind gegen die mitten auf der Wiese Steharten. Und schon haben wir Arten, die nur am Waldrand vorkommen. Gehen wir etwas weiter rein, haben wir auch wieder die Sträucher. Fast alle einheimischen Sträucher sind typischerweise am Waldrand zu finden, weil sie im Wald zu wenig Licht bekommen. Na, da machen die Bäume alles dick, die hohen Bäume. Auf dem Feld können sie nicht stehen, da werden sie weggemäht, da will sie keiner haben. Sonst könnten sie da schon stehen, aber das funktioniert einfach nicht. Am Waldrand hätten sie noch ein Plätzchen an natürlichen, richtigen Waldrändern mit eben entsprechendem Waldmantel. Und auch alte Bäume, spezielle Bäume, die im Bestand auch wieder nicht wachsen können, weil es da wieder zu dunkel ist, ragen dann hinaus über den Waldrand, so ein bisschen ins Feld, vielleicht sogar hinein. Zum Beispiel eben Eichen im Buchenbestand, die stehen dann oft am Rand rum. Linden könnte man da vielleicht noch antreffen im Buchenbestand. Ne? Nur solche, so ein paar Ideen und insbesondere sehr alte, sehr knochige Bäume mit weitaus ufernden Ästen in eben den Feldbereich hinein. Sieht toll aus. Also ihr wisst ja, wie ein Waldrand aussieht, hoffe ich. Achtet mal mehr drauf, wenn ihr spazieren geht. Schaut euch mal ein bisschen mehr Waldränder und die Artenzahl, die ihr verschiedene Arten finden könnt, allein schon mal Gehölze am Waldrand im Vergleich zu mittendrin. Schaut euch das doch einfach selber mal an. Gut. Die ganz alten entsprechenden Bereiche sind genau die, also da, wo die ältesten Bäume rumstehen in unserem Ebracher Forst, sind auch die Bereiche, wo jetzt komplett geschützt wird. Ne? Die werden also nicht gefällt, die ganz alten, die über 180-Jährigen. Aber irgendwo muss man, wie gesagt, die Grenze ziehen und deswegen müssen in den zwar alten, aber nicht super alten Wäldern ein paar Bäumchen gefällt werden, weil die sind nicht komplett aus der Nutzung rausgenommen. Die sind sehr stark aus der Nutzung rausgenommen und in denen soll eine sehr, sehr hohe Biodiversität dadurch erreicht werden, dass man erstens 10 Totholzbäume pro Hektar anlegt. Ja, also man will in diesem Bereich der alten Wälder, nicht der super alten, die komplett geschützt wird, sind, sondern der zweiten Kategorie, die alten Wälder, da will man auch eine sehr hohe Artenzahl erreichen. Auch da macht man viel Naturschutz auf der Fläche, ohne die Fläche halt eben gleich komplett für die Holznutzung zu sperren. Und das soll so funktionieren, dass man da einfach versucht, einen enorm hohen Totholzanteil in die normale Forstwirtschaft zu integrieren. Das ist forstwissenschaftlich nicht unumstritten. Das ist deswegen nicht unumstritten, weil das viel Geld kostet, viel Material und viel Mensch gegebenenfalls sogar gefährdet, weil wenn da ein Haufen totes Holz rumsteht in diesen Wäldern, man spricht ja auch bei stehendem Totholz gerne von Witwenmachern, dann ist das auch eine potenzielle Gefahr für A, Waldbesucher, weil damit geht ja kein
Betretungsverbot einher. Das ist ja eine freiwillige Maßnahme. Es ist ein Wald, wo unser eins der Waldläufer drin rumrennen kann und darf das. Man darf da auch genauso wenig oder viel, in Bayern darf man es ja ohnehin nicht, drin pennen. Ne? Das macht dann gar keinen Unterschied. Was eine freiwillige Maßnahme ist, da freiwillig Nutzungsverzicht entsprechend einzuleiten. Man möchte eben in diesen alten, aber nicht super alten Wäldern 30 Festmeter Totholz pro Hektar rumliegen haben. Klingt jetzt nicht, was ist das? Ist das viel? Ist das wenig? Das ist sehr viel. Das ist für einen weiterhin wirtschaftlich genutzten Wald ist das ganz außerordentlich viel. Und warum ausgerechnet 30 Festmeter? Wir reden hier die ganze Zeit von alten buchendominierten Wäldern. Bei Buchenwäldern ist es so, dass da fast nur Buche vorkommt. Neben Buche findet ihr am Boden in einem alten Buchenwald vielleicht noch, na, wenn es hochkommt, 30 höhere Pflanzen, also sowas wie Anemone, wie Schaboxkraut, Bärlauch, Maiglöckchen, den Waldmeister und so ein Zeugs. Wenn es hochkommt, 30, das wäre schon toll. Und auch vielleicht ein paar Moose und das war's. Und an anderen Baumarten neben Buche findet man im Buchenwald vielleicht hier und da mal noch eine Linde, vielleicht hier und da mal noch eine Eiche und dann hat sich noch eine Hainbuche irgendwo mal ganz kleinräumig eingeschlichen und dann steht da noch ein Ahorn. Aber super, super selten, ganz natürlich. Also mit der Käseglocken-Naturschutzmethode hätte man, wenn man den Buchenwald käseglockentechnisch schützt, einen Buchenwald. So, und der bleibt nach aktuellen Erkenntnissen der Vegetationsgründe bis in alle Ewigkeit wahrscheinlich ein Buchenwald. Buchenwälder sind immer artenarm. Wenn man einen Buchenwald mit einer Wiese vergleicht, dann verliert der Buchenwald total. Die Wiese ist viel artenreicher, rein botanisch gesehen. Will man jetzt also eine hohe Artenzahl in einem ganz natürlichen und da wirklich von der Natur so gewollten, wenn man das so sagen kann, Buchenwald eine hohe Artenzahl erreichen, dann braucht man Totholz. Weil mit Totholz kriegt man die zusätzlichen Arten, die die Artenzahl im Buchenwald überhaupt erst hoch werden lassen und das sind alles Käfer. Alles miteinander sind das Insekten, holzbewohnende Insekten, teilweise auch Spinnentiere. Und wenn die dann da sind, dann dienen sie als Futter für sich von Holz lebenden Insekten ernährenden Vögeln. Charakterart bzw. prominente Art der Schwarzspecht. Den haben wir ja schon mal erwähnt. Soll heißen, Totholz ist tatsächlich der alles entscheidende Faktor für eine hohe Artenzahl im Buchenwald. Super alte Buchen sind gar nicht so wichtig, wie man immer denkt. Es wird immer so dargestellt, nur wenn dann eine 400, 500 Jahre alte Buche vor sich hin modert und gerade noch so um das letzte Überleben kämpft, ist das ein natürlicher Buchenwald. Nur dann ist der wertvoll. Die Rolle von super alten Bäumen wird wirklich, wirklich überschätzt. Was fehlt, ist Totholz. Haben wir also einen Wald, der meinetwegen nur 150 Jahre alt ist und dann gefällt wird, größtenteils, und dann kommt der neue Wald hoch, der dann erst, naja, in der Oberschicht 30, 40 Jahre alt ist von mir aus, sagen wir es einfach mal so, dass das so eine zweistufige Konstruktion gewesen wäre, dann kann der neue Wald von der Artenzahl her fast genauso gut sein wie der alte Wald, sofern man von den Altbäumen genügend als stehendes Totholz und auch als liegendes Totholz übrig gelassen hat. Und genau dieses Konzept, dieses nach modernen forstwissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Konzept wendet man im Ebracher Forst an. Das heißt, man kann da ruhig, also für die Biodiversität ist es wirklich fast schon wurscht, dass man in diesen Wäldern so einzelne Bäume rausnimmt. Wir reden hier von 1000 Buchen. 1000 dicke alte Buchen, schön wertvoll, schön, gibt schön Geld in die Kasse. Die Kasse von den bayerischen Staatsforsten wird sich eben entsprechend freuen. Der Steuerzahler sollte sich, der in Bayern Steuern zahlt, sollte sich dementsprechend auch freuen, weil davon haben wir alle was. Ne? Das ist Staatseinkünfte, die halt mal nicht vom armen Mann abgeknüpft werden, sondern ausnahmsweise halt mal eben woanders herkommen. Ne? gut, aber das vielleicht zieht dieses Argument jetzt nicht bei jedem, das kann ich irgendwo nachvollziehen, zieht bei mir auch nicht so ganz. Aber nichtsdestotrotz, es schadet dem Wald als Gesamtökosystem.
nach den aktuellsten Erkenntnissen der Wissenschaft, die müssen ja nicht stimmen, ne? Aber wir müssen es ja irgendwo mal ausprobieren, sonst werden wir es nie rausfinden, ob das geht. Kaum, wenn man da jetzt eben so ein paar Bäumchen rausnimmt. Außerdem ist das wirklich, das ist nochmal was, was viel diskutiert wurde, eben entsprechend in den Medien. Ich verlinke euch dazu vielleicht noch einen Artikel, wenn ich ihn finde. Dass das bei dem Ausmaß, wie sie da jetzt Bäume rausnehmen, schon keine Kronenpflege mehr sei, weil man hat von Seiten des Forstbetriebs gesagt, man macht da Kronenpflege, man macht da Altdurchforstung, man will da die Eichen mehr Raum zum Entwickeln geben und so weiter und so fort. Und die Leute, die da halt nicht Forstwissenschaftler sind, nicht Förster sind und fachfremd sind, meinen es aber besser zu wissen und meinen, das wäre schon zu viel für eine entsprechende Standraumpflege. Das würde schon zu viel, als dass man da nur den Eichen helfen wollte. Man will da richtig Geld scheffeln, man will da richtig durchforsten. Dazu muss man wissen, natürlich muss man, wenn man eben entsprechend hingeht und durchforstet, schauen, dass man im Idealfall diese Durchforstungsmaßnahme bezahlt bekommt mit dem, was bei Holz bei rumkommt. Gerade bei jungen Wäldern, da musst du rein und musst einzelne Bäume rausnehmen. Was verdienst du damit? Nix, da zahlst du drauf. Weil es kostet Material und Maschine, die Bäume eben entsprechend zu fällen. Und insbesondere die Fixkosten, wenn man das zum Beispiel mit dem Harvester macht, was ja heutzutage viel getan wird, sind die Fixkosten an Material und Maschine so hoch, dass man mit den paar dünnen Bäumchen, die man da rausholt, was aus waldpflegetechnischer Sicht und waldentwicklungstechnischer Sicht, damit die anderen Bäume mal richtig, richtig wertvoll werden, halt notwendig ist, da zahlst du drauf, da verdienst du nichts bei. Und bei so einer Altdurchforstung, da hat man halt die luxuriöse Möglichkeit, dass man A, nochmal das Wachstum besonderer ausgewählter Einzelbäume fördern kann, damit die noch wertvoller werden und man sie dann zu noch besseren Preisen entsprechend verhökern kann, plus man kann gleichzeitig eben schon allein mit der Durchforstungsmaßnahme selbst schon ein bisschen Geld verdienen. Das ist sehr luxuriös und natürlich wird man dann gucken, dass man, wenn man dann schon die Maschinen da hat, auch wirklich ein paar Bäumchen rausnimmt, wie in diesem Fall halt eben diese besagten 1000. Das ist alles völlig gängige, stinknormale forstliche Praxis, nicht forstwissenschaftlich, sondern forstlich. Da gibt es überhaupt nichts Besonderes. Die komplette Diskussion ist für mich schwer nachzuvollziehen, weil gerade der Ebracher Forst macht so viel für den Naturschutz wie kaum ein anderer Forstbetrieb. Kaum ein anderer Forstbetrieb verzichtet auf so viel Geld, auf so viel Nutzung für eben die Natur. Und ausgerechnet die kriegen jetzt auf den Deckel, weil sie trotzdem immer noch auch Bäume fällen. Ich kann mir das nur so erklären, dass einfach viele Leute das Konzept nicht verstanden haben. Jo, inklusive eben die Naturschutzverbände, die gerade mit Naturschutzkonzepten sich doch auskennen sollten. Natürlich kann man einen Baum, wenn man ihn gefällt hat, nicht mehr schützen. Das ist so. Ja. Total toller Slogan. Da muss man bestimmt lange drüber nachdenken, bis man auf sowas kommt. Jedenfalls muss man auch nicht den einzelnen Baum immer schützen, sondern den Wald. Und dieses Konzept, dieses neue Integrative, das schützt den Wald, das erhöht die Artenzahl im Wald, das ermöglicht Schwarzspechten wieder mehr Futter zu finden und so weiter und so fort. Einfach nur hinzugehen, der Baum muss stehen bleiben, weil das ist jetzt so, macht den Specht in keinster Weise satter. Dadurch hat der Specht überhaupt keinen Vorteil. Kein Käfer kann sich dann in dieser Buche einsiedeln, nur weil sie jetzt noch 52 Jahre länger stehen bleibt. So lange dauert es nämlich, bis die Buche dann irgendwann mal von alleine abstirbt und wirklich zu Totholz wird, was dann irgendwie verwertbar ist. Außerdem lässt man einen Wald so lange stehen, dann bricht er irgendwann völlig zusammen und man hat keine Holznutzung mehr. Also damit haben wir wieder das anfangs beschriebene Problem. Mit nur Naturschutz können wir kein Holz mehr nützen. Mit nur Holznutzung haben wir keinen Naturschutz, haben wir keine Natur mehr. Will auch keiner. Ne? Ist scheiße, klar. Aber dieses integrative Konzept, was kochst du da eigentlich? Abendessen. Oh, Abendessen. Dieses integrative Konzept finde ich wirklich genial, weil das beides miteinander vereint, so gut wie noch nie,
denke ich. Wir wissen es nicht. Wie gesagt, ist neu, müssen wir erst evaluieren, wenn es eine Weile da ist. Aber die Idee finde ich wirklich, wirklich toll. Und das wird auch in vielen anderen Bereichen der Ökologie, also der angewandten Ökologie, sage ich jetzt mal, diskutiert, ob man da nicht auch mit solchen Trittsteinsystemen nicht mal arbeiten kann. Und die haben es jetzt wirklich schon in vollster Umsetzung und in bester Manier. Und jetzt regen sich alle auf. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass man traurig ist, wenn alte Bäume wegkommen. Das ja, das nochmal zum Schluss. Das kann ich wirklich verstehen. Aber es ist wirklich zu einem sinnvollen Zweck. Es ist auf eine nachhaltige, gute Art und Weise. Das Forstamt selber, da, also die Ebracher, haben auch eine interessante kleine Pressekonferenz dazu gegeben und dazu eine PowerPoint-Präsentation eben entsprechend vorgetragen. Die kann man im Internet finden. Ich verlinke euch die auch mal. Sehr spannend sind ihre Antworten auf die Falschmeldungen, die eben in den Medien gemacht wurden. Zum Beispiel, es sind teilweise wirklich so absolute Klassiker. Das hörst du als Forstwissenschaftler ständig und jedes Mal willst du dir auf den Hut hauen, weil das einfach nicht stimmt. Es werden immer weniger Buchen, stimmt nicht, es werden mehr. Die Bäume werden immer jünger, stimmt nicht, sie werden älter. Das sind einfach falsch. 300-jährige Buchen sollen gefällt werden. Es gibt keine 300-jährigen Buchen. Natürlich kann man jetzt auch hingehen, das wäre jetzt noch ein Argument. Ne? Also wer jetzt nach wie vor meint, die sind da scheiße im Ebracher Forst, da kann man selbstverständlich hingehen mit dem Killer-Argument und sagen, Lügen, die lügen, das stimmt alles überhaupt nicht, was diejenigen, die da Waldwirtschaft gelernt haben, erzählen. Ich, der Typ, der vor dem Fernseher oder gegebenenfalls Computer oder Handy hocke und mir ein kleines Videochen auf YouTube angucke, ich weiß das jetzt viel besser als die Leute, die ihr Leben lang nichts anderes machen. Ja, weil jeder, der im Wald arbeitet, dem ist ja nur daran gelegen, Bäume abzuhalzen. Ne? Wenn du den ganzen Tag im Wald stehst, dann magst du den Wald nicht mehr. Dann willst du ihn weghaben. Du willst viel lieber auf die Wiese. Ne? So wie der Ben, der ständig Urlaub da macht, wo es überhaupt keine Bäume mehr gibt. Nee, ich will dahin, wo es noch nie Bäume gegeben hat. Das ist ein entscheidender Unterschied, um zu gucken, was sind so die Bedingungen, die es braucht für Wald. Das lernt man am besten, indem man dahin geht, wo es keinen gibt. Weil da die Bedingungen für Wald eben nicht gegeben sind. Ne? Aber gut, jetzt schweife ich zu sehr vom Thema ab. Ich hoffe, ich bin nicht zu böse gewesen mit den armen Naturschützern. Es ist ja nicht falsch, ne? Wenn man da ein großes Naturschutzgebiet draus machen würde aus diesem Wald. Das wäre ja nicht falsch. Das wäre ja wirklich nicht falsch. Der ist schon schützenswert. Ja, aber irgendwo muss halt, wie gesagt, nach wie vor das Holz herkommen. Und dieses integrative Konzept ist da jetzt schon so gut integriert. Ich halte das einfach für eine tolle Gelegenheit, das jetzt mal auszuprobieren und ein paar 140, 150, 160-jährige Buchen halt dafür dann tatsächlich zu investieren, wenn man das so nennen möchte. Ne? Wie übrigens auch der entsprechende Mensch vom Ebracher Forst, Entschuldigung, weiß gerade nicht, wie er heißt, in dem kurzen Filmchen, was wir anfangs gesehen haben, gesagt hat, eine alte Buche ist gar nicht 180. Eine alte Buche ist 250, 300. Das ist eine alte Buche. Ja? Also die alten Buchen, die da jetzt gefällt werden sollen, die sind nicht mal im Ansatz alt. Es sind einfach Zeiträume, die versteht man nicht. Wenn man nicht wirklich ganz, ganz viel und ganz lange über den Wald nachdenkt, kapiert man nicht, in welchen Zeiträumen Wald funktioniert. 150 Jahre alter Baum ist nicht alt. Der ist gerade so ausgewachsen. Und ja, normalerweise schlachten wir sozusagen Bäume, wenn sie so ein bisschen ins Ausgewachsenen, so mit circa, also auf Menschen übertragen, fällen wir unsere Bäume mit etwa 20, 21. So ungefähr in vielen Fällen. Das kann man jetzt ganz furchtbar grausam finden und dann kann ich wieder das Argument mit dem, wir brauchen aber Holz rausholen und dann dreht sich das Ganze immer wieder im Kreis. Also vielleicht kommt jetzt irgendwie ein neuer Trend auf, der Anti-Biomasse-Veganer, der erstens Veganer ist und zweitens keine sonstige biogenen Rohstoffe nutzt. Dann wird schwierig. Dann hockt da Salat futternd im Betonklotz, wahrscheinlich. Ne? Also anders kann ich mir das dann nicht mehr erklären. Aber jetzt bin ich fertig. Macht's gut. Es gibt bald Abendessen, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei euch hoffentlich auch. Tschüss.